herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Also ich freue mich immer, wenn ich so sensationelle Autos kriege, die man eigentlich gar nicht mehr findet auf dem Markt. Und wenn man was findet, ist es meistens runtergerockt und durchgereicht und überhaupt. Ja, so. Jetzt habe ich hier tatsächlich einen Porsche 993 4S Schalter, schwarz-schwarz. Deutsches Fahrzeug, Erstzulassung Baujahr 97, also 25.03.97 wurde zugelassen. 136.000 Kilometer, also knapp 136.950. Der Wagen ist dritter Hand belegt. Ich habe hier alle Briefe, also gibt noch einen Ordner von dem Auto, glaube ich. Ich habe alles da, die Briefe, es ist alles belegt. Hier, genau, hier habe ich sie, irgendwo habe ich sie hier. Also von vorne, also der erste war von 97 bis 99, der zweite von 99 bis 19 und der dritte war von 19 bis 23 und jetzt habe ich ihn gekauft. Das Auto ist in Aachen ausgeliefert worden, ist Scheckheft gepflegt, ich habe hier diesen Ordner und jetzt muss ich eine kleine Geschichte erzählen, der ist, also ich habe im Porsche Zentrum Scheckheft gepflegt bis 2005. Und dann hat der Eigentümer, der ihn von 99 bis 19 hatte, wahrscheinlich irgendjemand kennengelernt, der eine Porsche-Werkstatt hatte und hat ihn dann halt, wie auch immer, es wurde immer alles gemacht, aber es gibt keine Belege dafür. Ja? So, und 2019 hat ihn jetzt die Familie gekauft, die ihn jetzt hatte und die haben mich angerufen vor 2 Wochen, da war ich im Urlaub und dann ganz nettes Telefonat. Schöne Grüße, Rainer, habe ich dir versprochen, dass ich mal Grüße sende zu dir nach Hause. War sehr nett, vielen Dank für den Kaffee und Kekse. Und manchmal fahre ich dann selber, die Leute wollen mich dann auch, wollen gern, dass ich komme. Und dann habe ich gesagt, komm, ich komme für das Auto tatsächlich vorbei. Da bin ich weit gefahren und war irgendwann nachts um 3 wieder zu Hause. Und habe das Auto abgeholt, beziehungsweise gekauft. Und der hat mir dann erzählt, der Rainer, dass er das Auto, dass sein Sohn hat bei Porsche gearbeitet. So, und irgendwann rief er ihn an und hat gesagt, Papa, wir haben hier ein Auto, das steht zum Verkauf, das musst du kaufen, das gehört dem Kunden, es ist so top, es ist ein top gepflegtes Auto, das müssen wir sofort kaufen. Den behalten wir ewig, dann haben sie, hat sich was verändert und jetzt haben sie ihn doch verkauft, war nie geplant, aber jetzt ist es halt so, deswegen steht er jetzt hier bei mir. Der hat natürlich auch alles, Porsche-Schraube hat natürlich alles gemacht. Er hat mir gesagt, das ist alles an dem Auto gemacht. Ja? Alles, Kerzen, Riemen, alles Scheibenrahmen haben sie gemacht mal. Also es ist immer alles erledigt worden. Ja? So, nur es gibt keine, in diesem Fall keine Belege dafür. Jetzt habe ich mir das Auto angeguckt, habe die Unterbodendings abgenommen, die Unterbodenplatte. Und es wurde mir schon angekündigt, die Kettenkästen sind ein bisschen undicht. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder verkaufe ich das Auto so, wie er hier steht. Ich weiß noch nicht, wie ich das ins Netz schreibe. Mal gucken. Ich glaube, ich schreibe den Preis ran, was er kostet, inklusive Kettenkästen abdichten. Und in dem Zusammenhang natürlich gleich alles machen, was zu machen ist. Alles, was, wenn man schon mal so weit ist, dann macht man halt gleich alles zusammen. Und oder man handelt mich runter und kauft ihn halt dann so, wie er ist. Es ist alles nicht schlimm, es tropft ein bisschen und das ist aber auch nicht dramatisch. Ist aber ein bisschen mehr als Schwitzen. Ja? So. Er hat ein Bildsteinfahrwerk drin, ziemlich neu. Alle Schlüssel sind noch vorhanden und er hat Chip-Tuning, er hat ungefähr 300 PS. Ja? Auch hier, da ist alles belegt für. Wertgutachten habe ich auch von dem Auto, Zustand 2 wird hier belegt. Und wir haben... ist aus 2019 und es ist ein Wiederbeschaffungswert von 102. Ich weiß aber, dass von 2019, da waren die gerade ganz weit unten, bis jetzt viel passiert ist. Also wenn ich jetzt ein Gutachten mache für dieses Auto, bin ich mir relativ sicher, da steht irgendwas mit 115.000, 118.000 Euro oder sowas Wiederbeschaffungswert. Ja? Raffleder hat er drin, schwarzes und alle, achso, das ist noch eine ganz wichtige Info, die hätte ich viel früher mal sagen müssen. Also viele Rechnungen natürlich trotzdem, ne, von Teilen, die gekauft wurden und so weiter. Und ganz wichtig, alle TÜV-Berichte sind vorhanden, alle. Also alle, außer ein einziger fehlt, der von 2004. Der fehlt. Aber alle anderen TÜV-Berichte kann man, die sind aneinander folgend vorhanden. Man kann genau sehen, dass die Kilometerlaufleistung stimmt. Und ganz ehrlich, ich finde es sensationell. Und das sensationelle Auto gucken wir uns jetzt an. Und was auch sensationell ist,
Wetzel Automobil bietet einen neuen Service. Wenn man Tachos umrüsten möchte, von Meilen auf Kilometer, oder wenn der Tacho, die Tachonadel springt bei alten Porsche, oder man neues Design haben will, braucht für ein Backdate oder so, bieten wir jetzt an. Ab Mitte September haben wir einen neuen Mitarbeiter. Der hat hier eine tolle Werkstatt, und der, dann machen wir hier schön Instrumenten-Service. Toll. Mega. Was nicht heißt, dass wir die Kilometer zurückdrehen. Das hat einer kommentiert, das war ganz witzig. Habe ich gedacht, ey, aber ganz nett geschrieben, ja. So habe ich gedacht, ey, wenn ich so weit bin, dann kann ich auch den Laden dicht machen hier, ganz ehrlich. Also, in diesem Sinne, jetzt gucken wir das Auto an. Da steht er. Ganz viel, also viel ist noch Erstlack bei dem Auto. Hier auch so was, wenn ich so sehe, wie die Türen. Da haben die fast beim 993 wieder, also kennt ihr das von dem F-Modell, von den alten F-Modellen, wenn ich jetzt den hier aufmachen würde und zumachen würde, können wir mal machen, komm mal, jetzt zeig mal. Dieses schöne, dieses wunderschöne F-Modell, was ja keiner kaufen will, warum, weiß ich gar nicht, steht immer noch zur Verfügung. Und wenn du hier die Tür zumachst, guck mal, so muss es klingen, wenn alles original ist. Hört man das? Wahrscheinlich, oder? Und jetzt gucken wir mal hier. Hörst du? Bisschen heller, bisschen kürzer. Ja. Aber geil, oder? Und so muss es klingen. Ja? Guck dir das an. Ein tolles Auto. Mit Schiebedach, also nicht jetzt so Porsche, Touristen, die wollen kein Schiebedach, kein Heckscheibenwischer. Also auf Heckscheibenwischer kann ich auch verzichten. Schiebedach nehme ich immer gern. Lieber haben als brauchen, weißt du? Was ich meine? Klima funktioniert. Alle hier, also an dem Auto geht alles. Ah, da fällt mir auch, ich habe ja am Wochenende Kommentare gelesen, ich muss es einfach nochmal loswerden, da fällt mir eines, ja, sagt er immer, alles funktioniert. Ey Jungs, das ist nicht der Normalzustand. Ganz ehrlich, wenn ihr euch ein bisschen mit Oldtimer beschäftigt, was ja wahrscheinlich die meisten tun, die das hier angucken, und man sich einen 928 anguckt, ja, von 10 Autos gehen bei 8 die Klimaanlage nicht. Das unterschreibe ich. Ja? Oder die Pixel sind kaputt und so weiter und so. Und hier ist auch immer irgendwas, dann geht irgendwas nicht. Klimaanlagen sind ganz so. Und wenn ich sage, alles funktioniert, dann ist es so. Und dann geht jeder Knopf, jede Lampe, jedes Licht. Und wenn das immer so ist und das normal für euch ist, dann habt ihr alles richtig gemacht bis jetzt. Ja? So, komm. Ich bin heute auf Zinne, merkst du es? Geht auch. Geht so, ne? Ja, aber super. Wir sind ja nur Freunde, oder? Auf jeden Fall. So, komm hier, Turbofelgen. Ach so, was ich, jetzt pass auf, jetzt komme ich wieder, was ich persönlich nicht so schön finde, aber das ist halt Geschmackssache, die letzten Eigentümer fanden, das ist so eine M3-Folie in schwarz-matt. Ich würde das, glaube ich, in, also wenn der Käufer das wünscht, mache ich die noch in durchsichtig. Ja? Und was ich auch mache, wenn der Käufer das wünscht, wenn ich den Wagen kaufe, also ich habe ihn ja gekauft, aber wenn ich ihn jetzt fahren wollen würde, würde ich mir hier den Schriftzug aufmachen. Ja, da gehen die Meinungen hier im Unternehmen auseinander. Ja, die einen sagen, nein, Understatement ist doch viel cooler für ein 4S. Ja, kann sein. Ich finde, die sind so selten, das kann man ruhig mal hinten raufschreiben. Ja. Also, wir machen hier noch 4S drauf, wenn der Kunde das möchte. Ja, cool. Haben wir vorne schon reingeguckt? Oder nein, haben wir noch nicht. Haben wir schon? Mhm. Haben wir noch nicht. Dann machen wir das doch mal schnell. Das ist wieder Bing. Guckst du hier? Guck dir das mal an. So, da ist der Aufkleber, der alles Entscheidende. Ja? So sieht er aus von innen. Da unten ist auch, ich mache das hier alles nicht auf, habe ich keine Lust, ist alles in Ordnung. Gut, die Scheinwerfer sehen gut aus. Also, jetzt gucken wir noch rein. Guck mal, hier haben wir es. Also, was man machen könnte auch noch an dem Auto, finde ich, also die Sitze sind so ein bisschen speckig, ja, also so der glänzt, also der ist ganz in Ordnung hier, der glänzt, weil er natürlich mehr der Fahrer saß als der Beifahrer. Und wenn wir mal den Vergleich haben, dann kann man mal hinten reingucken, guck mal, so sah das mal aus, als es neu war. Und ich kann das ja hier so machen, dass das auch wieder so aussieht, ja, also das heißt, dieser Glanz wird so ein bisschen genommen und es ist dann wieder so, hier oben sieht man auch, so sah es mal aus. Guck mal, witzig, ne? Hier siehst du, oben ist es so und hier wird es dann glänzend, weil das halt abgeschuppert ist oder blank poliert ist von den Kleidungsstücken. Aber der sieht von innen so gepflegt und ordentlich aus wie von außen. Ja?
Also hier die Mittelkonsole, das ist alles Wahnsinn. Altes Nokia-Telefon hier noch, der gehört halt rein, der Knochen. Und ja, 137, ach, jetzt hat er 137.008 drunter, weil ich ein bisschen gefahren bin mit dem Auto. Ich teste ja die Autos immer, sage ich ja auch immer. Und das haben wir jetzt hier natürlich auch gemacht. Und dann fahre ich immer so ein, zwei Tage mit den Autos rum. Dann weiß ich, ob alles, wie sie sich anfühlen. Hier, der ist stramm, der ist... Ich habe den gekauft, da sind so Serpentinen. Dann sind wir zur Probefahrt, ich bin ihn ja gefahren, dann sind wir so Serpentinen gefahren. Ja, sensationell. Also es hat so gebockt. Ja. Ich habe da mal ein bisschen, habe ihn nicht so hart dran genommen, weil er noch nicht richtig warm war. Aber das hat schon richtig Spaß gemacht. Ja. Und die Klima war so kalt, dass man es wieder wärmer machen musste. Also das, die geht hundertprozentig. Ja. Und cool. Wenn Sie sowas noch in der Garage haben, irgendwelche Schätze versteckt, irgendwo stehen oder keine Lust mehr haben zu fahren oder zu viele Autos haben für zu wenig Zeit, die noch bleibt, ich erlöse Sie davon und kaufe Ihnen die ab oder verkaufe die für Sie, wie Sie möchten. Rufen Sie uns gerne an, wir freuen uns immer über neue. Wir verkaufen relativ viele Autos im Monat, deswegen brauchen wir immer Nachschub. Und ich, das ist ja eine der besten Quellen, wenn man Leute hat, die Lust haben, dass man mit denen zusammenarbeitet und dass man das Angebot bekommt, Autos zu verkaufen. Und darüber freuen wir uns natürlich riesig. Deswegen immer gerne anrufen und uns das Vertrauen schenken. Wir werden Sie nicht enttäuschen, verspreche ich jetzt hier mal. Ja? Gut, was haben wir noch? Mein YouTube-Kanal, so. Abonnieren, sage ich ja gerne mal an der Stelle hier. Freuen wir uns über jeden echten Follower, den wir haben. Und freuen uns auch, wenn die Hater alle bleiben. Das ist ja auch, das gehört auch dazu. Also, in diesem Sinne fahren wir jetzt das schöne Auto hier. Diesen seltenen, nicht mehr zu kriegen. Nicht mehr zu kriegen. Wirklich, Thomas. Du grinst, aber es ist so. Ich habe ewig keinen 99, also 39 habe ich oft, aber 4S, ja, als Schalter schwarz-schwarz, ganz ehrlich, lange nicht gehabt. Und dann jetzt natürlich der, ach so, und was er auch noch hat, der Sportauspuff. Das hören wir uns jetzt an, der klingt so gut, also nicht irgendwie überzogen und zu laut oder so, sondern Mega Sound. Der zweitbeste Porsche Sound, den es gibt. Den besten haben wir gerade gedreht, 964, und das, aber der kommt dem schon ganz nah hier jetzt mit dem Auspuff. Okay, machen wir jetzt, komm Thomas. 39 so, einmal abschließen, wieder aufschließen, dann springt er an. Wegfahrsperre, wenn nicht, keine Chance. Porsche 993 4S. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Wenn man mal in der Nähe ist, kann ich noch erzählen, gerne mal vorbeikommen. Wir haben hier immer mehr Autos stehen, als man im Netz sieht. Und wir kriegen immer regelmäßig Besuch und darüber freuen wir uns auch. Und also, ihr seid herzlich willkommen. Ich sage Tschüss und schicke schöne Grüße nach Köln heute mal. Ja? Danke und bis zum nächsten Video. Bye, bye.